Einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen Assassin's Creed Syndicate weiter. Und beim letzten Mal haben wir unser Hauptquartier in der Bertha freigeschaltet, den netten Zug, den wir uns abprügelt haben. Und jetzt sind wir wieder unterwegs, hier in neuen Gefilden. Wir sind in einen neuen Stadtteil angekommen, in Southwark. Wir müssen aber nach Lambeth. Aber bevor wir das tun, gehen wir doch mal hier zum Aussichtspunkt und schauen mal über dieses kleine Gebiet hier. Und danach werden wir die Mission mal wieder angehen. Schnell! Kamo spielt schon entdeckt. Geht er weiter, wie es aufgehört hat. Oh. Der rennt auch weg. Immer schön weiter nach oben. Und dann noch hier hoch. Aber das ist jetzt auch gar schon fast. Der letzte Sprung. Der Adlerkreis schon. Und wir sind da und synchronisieren. Probiert das lieber nicht in echt aus, Kinder. Ich glaube nicht, dass es klappt. So, jetzt haben wir da die Schnellreise freigeschaltet. Das Gebiet, ein paar Schatzkisten und Nebenaufgaben. Und da das ungefähr auf dem Weg liegt, nehmen wir das auch mit. Wir wollen ja nicht nur die Hauptmission machen. Soweit ich... glaube ich auch weiß, geht das sowieso nicht, weil man immer wieder die Nebenaufgaben machen muss, um Hauptmission freizuschalten. Ja, wir hängen hier so ein bisschen rum, ne? Spielen Motte, Lampe. Und klettern dann eigentlich weiter hoch, was wir eigentlich wollten. Und jagen dann mal wieder einen Templer. Wieso stehen die überall? Ist zwar sehr gut für uns, aber... immer zufällig an solchen Ecken stehen. Wenn ich darüber kommen muss, wird es dir noch leid tun. Die Räder müssen sich immer weiter drehen. Halten Sie nicht. Er sagt mir, es ist nicht für mich. Das Ziel mit einer Kutsche töten. Da haben wir auch schon mal das Ziel. Brauchen wir noch eine Kutsche? Auch wenn er mir anzeigt, dass das noch nicht so mein Gebiet ist. Gut so, Mädchen. Ich glaube, jemanden überfallen könnte man trotzdem schaffen. Braves Mädchen. Der hält mehr aus Anstoß auf. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So ist es recht. Oh, es hat geklappt. Rückwärts. Weiter, Mädchen. Und dann hast du es geschafft! Mit Bonus! Nett! Wunderbar! Sag, da ist das Gebiet sicher!
Aber jetzt ziehen wir doch mal weiter zu dem netten B-Symbol hier. Markieren das mal. Überfahren wir ein paar Leute. Einfach, weil wir es können. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Ja, ein ganz gutes Pferdchen. Und reiten weiter. Joa, Frau. Rennen da einfach hier auf die Straße. Gibt's ja gar nicht. Laternen brauchen wir nicht. Dann sind wir auch schon fast da. So, wunderschön geparkt. Steigen wir mal aus. Sind anonym. Die Pressefreiheit. Level 2 sind wir. Fähigkeiten, Punkte haben wir keine mehr soweit, um irgendwas zu kaufen. Wobei, auch einen Punkt haben wir. Jetzt hat immer die Frage, spart man oder kauft man? Oh, automatisch plündern ist auch. Das vergesse ich mal gerne. Und dann sind wir auch Level 3 dadurch geworden. Wunderbar. Jetzt sind wir eigentlich schon überlevelt. Brauchen wir eigentlich, warum machen wir die Mission? Nein, Quatsch, natürlich machen wir die. Werden weiß verschwinden. Sind ein Geist. Wir sind halt ein sehr guter Assassine. Ach, verdammt. Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starricks Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Ivy Frey und ihr Bruder Jacob. Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Oh, da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. So was hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Frey. Oh, nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Das nehme ich. Ich kann Ihnen helfen. So. Ich bin so froh, dass Sie mir helfen. Fahren wir doch mal zum Na los. Also, Mr. Bell, Big Ben. An welchen Erfindungen arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, Miss Frey, sondern die menschliche Stimme. Phonetischer Telegraph? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht Telefon? Telefon? Bizarre. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, so wurde der Name auch unabhängig von der Starrick Telegraph Company. Hallo. Und deshalb bat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja. Und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man jetzt haben wir auch den Seilwerfer. Kann man hohe Gebäude erklimmen. Seilrutsche. Ja, ich sag ja, Batman-mäßig. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen. Schauen wir mal, wie wir das jetzt machen.
Der funktioniert aber sehr weit. Sehr elegant. Wunderschön. Da haben wir schon erste Stromkasten. Sicherungskasten. Ein, zwei Handgriffe, ein paar Sachen umgesteckt. Schöne Aussicht. Passt. So. Rutschen wir doch mal darüber. Also das Spiel ist alles wirklich. Klar. Das kann man schon fast gar nicht mehr vergleichen mit den alten Teilen. Das ist. Sowas von viel besser. Hangeln wir uns von Turm zu Turm. Und ich hoffe, jetzt kommen wir irgendwo, haben wir dann Ankerpunkt. Ja, da haben wir. Wunderbar. Und da sind wir auch schon beim letzten. Ein Baustein. Wie immer sehe ich die Nebenaufgabe jetzt erst. Das sollte reichen. Aber die haben wir trotzdem erledigt, weil wir nicht runter sind. Und jetzt das Ganze wieder zurück. Wo können wir denn dahin? Da lang. Wäre schön, wenn man direkt so sich hangeln könnte. Geht aber leider nicht. Und hier habe ich auch keinen Punkt, wo ich irgendwie. Sehr schade. Gucken wir mal, ob es weiter probiert. Funktioniert. Ich. Ja, weiter, runter. Aber ich glaube, es sieht auch schlecht aus. Hier nochmal, hier haben wir angefangen. Ne, alles nur nach oben. Ah, da unten. Jetzt geht's, wunderbar. Sup, sind wir auch schon hier oben auf dem Kreuz. Auf zur nächsten. Ja, so eine kleine, ich will es nicht Gimmick nennen, aber eine kleine Feinheit. Diese Unterschiede zwischen bergauf rutschen und bergab, dass sie bei bergauf wirklich diesen Schwung noch gibt. Das gefällt mir sehr gut. Das sind kleine Feinheiten, wo ich genau darauf achte. Du hast dir nichts zu suchen. Ja, die Synchronprinzen. Da meckern sie mich an. Ich bin doch schon weg. Oh, ein Blätterhaufen. Kein Stroh. Stroh da, also. Das wäre auch schändlich.
Haben Sie vielen Dank, Miss Fry. Jetzt kann ich endlich mit der Installation der neuen Leitung fortfahren. Wenn ich sonst noch bei irgendwas helfen kann? Mit Sicherheit. Besuchen Sie mich mal. Oh, ich habe mit diesem Gerät rumgespielt. Und die Formel für Sie aufgeschrieben. Es ist noch nicht ganz perfekt. Aber bei Gott, es funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Eine Wache per Seilrutsche Luftattacke töten. Das ist ein bisschen weiter weg, der will. Kutsche. Na los! Schneller! Komm schon! Ach, Moment, das ist ja England. Wir fahren ja links. Kein Wunder, dass mir so viel entgegenkommt. Du hast recht, ganz ruhig. Ja, fahren wir ein Stück vor. Da wird jemand. Wow. Aus der fahrenden Kutsche und das Pferd geht ab und. Ja, so, der Fluchtwagen wäre weg. Gehen wir schon mal nach oben. Gucken wir doch mal, ob wir da nicht jemanden töten können. Da oben steht einer. Und da jetzt irgendwie. Du kannst nicht ewig da oben bleiben. Und geschafft. Wie? Ich dachte, die werden automatisch geplündert. Nach dem Töten. Na Quatsch, nicht Inventar. Fähigkeiten. Ah, okay. Man muss mit beiden einzeln verteilen. Alles klar. Gut, dann machen wir das doch mal eben. Ich kaufe ungefähr so das gleiche. Dann sind wir Level 2. Bis Level 3 kommen wir ja. Falls ich auch die Fähigkeitspunkten. Ja, außer man teilt sich die auch nicht. Das ist jetzt. Das weiß ich nicht. Das wird man dann sehen. Kaufen wir nochmal ein bisschen mehr Gesundheit. Jetzt haben wir noch einen Punkt übrig. Ja, kaufen wir es plündern. Sind wir dann Level 3 oder sind wir es nicht? Wir sind Level 3. Das heißt, entweder ich habe genau zufällig genauso viele Fähigkeitspunkte wie mit ihm. Oder man teilt sich die Fähigkeitspunkte. Dann wird das Inventar wahrscheinlich auch anders sein. Schauen wir auch einmal rein. Ja, den haben wir schon frei, den nehmen wir doch, der ist auch besser als unserer. Das rüsten wir auch aus. Eine Pistole müssen wir bleiben. Einen sparsamen Umhang. Okay. Haben wir auch noch. Nehmen wir auch hier auch grün. Grün, violett und grau. Das ist auch gut an. Aufbessern können wir nichts mehr. Gut, dann bleiben wir auch dabei jetzt erstmal und machen weiter. Mach dir keine Sorgen um diese Politiker. Wir wissen doch, wer wirklich das Sagen hat, oder? Wissen ist Macht. Und ich stürze dich gleich mal zurück. Ich bin fertig.
von deiner Mama grüßen. Ihr wart doch schon mal besser drauf. Zap, zap. Ja, Freunde. Mir hat das nicht so leicht. Da war 100 davon. Ne, das war keine Absicht. Ja, schon geplündert. Die noch nicht. Ach ja, klar, ich habe das ja gekauft mit den. Bei Multikills und Attentaten. Logisch. Hier haben wir irgendwo noch was. Das ist ein Helix-Glitch, das heißt, der hängt hier irgendwo. Aber wo ist er denn? Wo ist er denn? Da oben in der Luft. Und da war ihn. War wieder direkt aus. Wir kriegen gerade den Stock auf den Kopf. Ach, komm mal, ein großer. Wieder der mit dem Fleischerball. Ah, man merkt schon, wenn man stärker wird vom Level her. Die hauen wir eindeutig schneller weg als noch vorher. Und da öffnen wir auch die zweite Kiste und da haben wir die zweiten 100. Und können jetzt Sachen herstellen. Versteckte Truhen, ja, kann man Sachen finden. So, da kann man hier. Oh, Patronengurt und so was. Nett. Upgrade Rauchbomben. Oh, Aufrüstung kann man auch herstellen. Legendäre Assassinen. Die muss man alle noch freischalten, aber bleiben wir jetzt erstmal bei den Rauchbomben. Eine Herstellungsvorlage. Kann sogar Sachen erwerben. Ah, mit diesen Helix-Credits. Ah, dafür sind diese Helix-Felder. Okay, oder? Oder nicht? Ich glaube, diese 400 sind diese Uplay-Punkte, die es da gibt bei Assassin's Creed. Ich glaube, die gab es da irgendwie umsonst. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Sei einfach, ich weiß es nicht. Moment. Upgrade Wurfmesser brauchen wir noch. Herstellung. Upgrades Wurfmesser. Unser Schaden erhöhen. Zack. Neue Wurfmesser. Zweiten können wir auch noch, haben aber nicht genug Geld. Okay. So. Auch für die Aufgabe. Und jetzt müssen wir zurück zur Werkstatt. Die ist auch gleich um die Ecke, das ist doch schön. Wollen wir nicht so weit laufen. Lohnt sich auch keine Kutsche. Gehen wir mal kurz hier rum. Ja, wir sind alle tot. Ich glaube, das war. Ja, das waren wir. Und da ist die Werkstatt jetzt gleich um die Ecke. Warum komme ich? Ja, ich nehme auch noch mit. 5 Pfund! Natürlich sind wir auf der falschen Seite des Hauses. Eine Spieluhr spielt. Schön. Schöne Atmosphäre. Schön.
Ja, dann sind wir da. Zack. Gucken, was der nette Herr Bell zu erzählen hat. Ah, Miss Fry. Gerade zeigte ich Jacob die ersten Nachrichten, die über die reparierte Leitung kamen. Oh, den Seilwerfer können Sie übrigens behalten. Wir konnten einen weiteren für Ihren Bruder besorgen. Exzellente Arbeit. Danke, nochmal. War ein Vergnügen, Mr. Bell. Alles zur Verteidigung unabhängiger Nachrichten und der freien Rede. Freie Rede ist gut, aber freie und kurze Rede wäre noch besser. Freie Rede. Ah, Fry, welch bissiger Humor. Das war das Stichwort, wir müssen los. Oh, Ihnen beiden viel Glück. Melden Sie sich, jederzeit. Oha, wenn ich da nicht einen kleinen Schaumbär entdecke. Und dann hätten wir auch fertig. Wunderbar. Nun, da diese Ablenkung hinter uns liegt. Wer ist das? Soll das heißen, Sie wissen es nicht? Einen schönen Zug haben Sie da. Miss McBean hat mir alles darüber erzählt. Ich heiße Ned. Angenehm. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Wenn Sie etwas über die besten Transitsysteme der Welt erfahren wollen, finden Sie mich unter dieser Adresse. Nicht, dass es mich stört, aber ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Lasst uns die Suche nach dem Edensplitter fortsetzen. Ich bin leicht verwirrt. Wir müssen London aus den Fängen Starricks befreien. Wir sind meine Ziele. Die Zeit ist nicht reif dafür. Ich kam nicht nach London, um Tinnef zu suchen. Verstehe erst den Tanz und werde dann zum Tänzer. Oh, du willst also da weitermachen, wo Vater aufgehört hat? Einer muss es ja tun. Evie, das Vorläufer-Artefakt wird uns wichtige Informationen über die Pläne der Templer liefern. Jacob, ich habe Informationen über Starricks Geschäftspartner, die nützlich sein werden. Hier. Wenigstens ein vernünftiger hier. Der Mann hat Ahnung, ich merke schon. Ja, genau das, was ich vorhin schon meinte. Wir müssen eine Mission machen, um... Also Eroberungsaktivitäten, Templerjagd, Kinderbefreiung und weiß ich was. Um dann Templerziele auf der Abtatswand wahrscheinlich weiter freizuschalten und... Ja, Sympathisanten zu kriegen. Die uns dann auch nochmal weiterhelfen. Dann schauen wir doch mal, was wir als nächstes angehen. Das ist die Sequenz 4. Ich sehe 5 Alfred Hitchcocks. Das ist auch irgendwie Sequenz 8. Ja, machen wir direkt Sequenz 8, warum denn nicht? Also. Ja. Okay. Ah, dann muss man sogar 3 Bezirke komplett erobert haben, Level 7 sein. Aber lustig, man kann Sequenz 4 jetzt direkt die nächste anwählen oder halt direkt Sequenz 8. Das ist ein bisschen. Naja. Gut, natürlich machen wir Sequenz 4. Schnell und zuverlässige Linderung. Ja. Kleiner Clinch zwischen den Geschwistern. Dieser Beruhigungssirup ist die einzige Medizin, die meine Lambeth noch bekommt. Er trägt den Namen des Templer-Großmeisters. Wir sollten dem Arzt einen Besuch abstatten. Ich glaube, bei dir kommt jede Hilfe zu spät. Und was gedenkst du jetzt zu unternehmen, wenn ich fragen darf? Das weißt du doch. Ich werde den Edensplitter suchen. Viel Spaß dabei. Und ich töte so lange Templer. So, da haben wir einige Aufträge bekommen. Das ist nur das Zugversteck. Ja. Da sind wir jetzt. Das T ist eine Sympathisantenaktivität. Da gehen wir doch jetzt mal hin. Warum nicht?
Gut, bewegen wir uns mit dem Zug. Ja, wir bewegen uns mit dem Zug. Vielleicht steigen wir da mal aus. Unsere Fernseher ist ja immer weiter davon. So ein hauptquartier Schienen hat auch Vor- und Nachteile. Man kann theoretisch planen halt, während man noch unterwegs ist zum Ziel. Aber wenn man da wieder hin will, dann ist es immer ein bisschen doof, finde ich. Da leuchtet er schon. Ach, sieh mal einer an, wer das ist. Entschuldigung, Sir. Die kennen wir uns schon. Also, ich kenne nicht Jacob, aber seine Schwester. Nein, ich war's nicht. Unschuldig. Verzeihung. Sie sind doch die... Ich bin sicher, wir kennen uns nicht. Ist das ein Ring für Preiskämpfe? Da können Sie sich aber drauf verlassen, my lord. My lady? Ich bin Robert Topping. Der beste Buchmacher Londons. Zu Ihren Diensten. Naja, zweitbester, aber meine Mom sagt, Donald wäre etwas einfältig. Aber egal, ich kann Ihnen eine ganze Menge aufregender Dinge zeigen. Von Preiskämpfen bis hin zu Kutschenrennen. Ich denke, wir können hier ruhig etwas Zeit verbringen. Aber hier verdient man eindeutig vielleicht etwas Geld.